So, heute möchten wir einmal die Erkenntnisse aus den letzten Folgen in einer Aufgabe zusammenfassen. In dieser Aufgabe geht es um Potenziale, um Spannungen und Stromstärken. Ich zeige mal eben die Schaltung, die berechnet werden soll. So, hier haben wir die Schaltung. Wir haben hier mehrere Widerstände in verschiedenen Maschen. Die Schaltung stammt aus einem Buch Elektro-T, das ich gerne im Unterricht verwende. Ich werde unter diesem Video auch einen Link zum Buch posten. Das heißt also, wenn du noch ein Buch suchst mit Erklärungen zu den Grundlagen der Elektrotechnik, auch mit Aufgaben und Lösungen, dann kann ich dir dieses Buch gut empfehlen. Ich verwende das Buch sehr gerne auch selbst im Unterricht. Okay, in diesem Buch oder vielmehr in dieser Aufgabe, wir haben hier eine Spannungsquelle von 10 Volt. Wir haben hier ein Netzwerk mit Widerständen. Die Widerstände sind jeweils gleich groß, und zwar 1 Kiloohm. Und deine Aufgabe soll es sein, alle Stromstärken zu berechnen, das heißt alle Stromstärken, die durch die einzelnen Widerstände gehen, und alle Potenziale zu berechnen, also das Potenzial am Punkt A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Hier am Punkt H habe ich das Potenzial von 0 Volt festgelegt und dann entsprechend auch die Spannungen an den einzelnen Widerständen. Okay, das heißt also, du musst wahrscheinlich Widerstände zusammenfassen. Also es sind Widerstände teilweise in Reihe, dann wieder parallel und dann entsprechend aus den Spannungen dann Ströme berechnen. Und in der nächsten Folge gibt es dann die ersten Lösungen zu dieser Aufgabe.